Dank Fremdscham-Alarm? Sommerhausquoten stark Vini. War die dritte Ausgabe von Das Sommerhaus der Stars die skurrilste überhaupt? Wochenlang kämpften Mizella Schäfer, 34, Patricia Blanco, 47, Jens Büchner, 48, und Co. mit allen Mitteln um den Titel Promi-Paar des Jahres. Langeweile kam in der TV-Villa bestimmt nicht auf, es wurde gezickt, gestritten, gelästert und gemotzt. Zwischen den Kandidaten krachte es bis zum Schluss immer wieder gewaltig. War die dritte Staffel der beliebten Unterhaltungsshow genau deswegen die beste aller Zeiten? Laut Quotenmeter.de toppte die aktuelle Ausgabe des RTL-Formats ihre beiden Vorgänger jedenfalls bei weitem. Nie haben sich mehr Freunde des mehr oder weniger gepflegten Trash-TVs vor den heimischen Mattscheiben versammelt, um das Promi-Spektakel hautnah zu erleben. Im Schnitt soll eine gemittelte Zuschauerzahl von 2,65 Millionen eingeschaltet haben. In der ersten Staffel waren es im Schnitt 2,5 Millionen Zuschauer, in der zweiten sogar nur 2,22 Millionen. Eigentlich ja ganz leicht zu erklären, oder? Immerhin sorgten Deutschlands beliebtesten Nacktschnecke und ihre streitwütigen Konkurrenten nicht selten für wahre Fremdscham-Momente. Ob beim intimen Orgasmus-Talk, der sicherlich nicht nur Lamika-Sex Felix Steiner, 33, schockiert haben dürfte, über traurige Anti-Selbstbewusstseinsbeichten bis hin zu bärcheninternen Streitereien, für jeden Fall von heimlicher Schadenfreude war etwas dabei. Und mal zugegeben, sind nicht genau diese Momente der Grund dafür, wieso Millionen von Menschen, die eine Pause vom Alltag brauchen, es sich vor der Glotze gemütlich machen?